Ghostwood Fletching. Ghostwood Leaves. Nee. Es gibt ein Arrowhead Pattern, aber das ist für diese anderen Arrowheads. Weil für die anderen Arrows, die Tinkers Construct Arrows, und damit will ich mich jetzt nicht beschäftigen. Du da, du da, du da. Ich bin kurz davor, den Turm zurückzuerobern. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Also, komm her. Ja, ja, schießt euch alle gegenseitig an, werdet ihr stinkig und greift euch gegenseitig an. Au. Bumm. Ich krieg euch alle. Lass das, können wir nur in die Decke hängen. Ta. Nee. Komm, wir müssen... da hinten? Warte mal, ich sehe gar keine Skelette. Okay, wir machen die Tür mal auf. Das ist spannend. Da ist ein Skelett. Weg mit dir, weg mit dir. Endlich wieder Zugang zu der Plattform haben und endlich wieder die ganzen Mob-Spawns bekommen, ohne Gefahr zu laufen, dass die irgendwas tun. Oh oh. Warum ich hab einen Bogen, Warum komme jetzt da überall Skelette raus? Ihr dürft gar nicht spawnen, ich bin viel zu nah dran. Ja klar, gleich noch eins. Könnt ihr immer die Chancen berechnen, dass da jetzt genau nur Skelette spawnen? Genau jetzt, wo es doof ist. Weg mit dir. Weg mit dir. Okay. Ich brauch... Weg. Und... Nein. Nein, mein Chandelier, mein... Ich brauche jetzt ganz schnell einen Diamanten. Natürlich ist keiner da. Ah. Tool. Da. Ich muss mich schnell dahin, sonst spawnt nämlich alles neu. Ja, hier. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich brauche Blöcke zum Setzen. Hier. So. Damit ich nicht mehr von diesem doofen Wasser hier weggespült werde. Ah, Blöcke zum Setzen. Da. Und da kommt das erste doofe Skelett schon an. So. Ja. Okay. Ja. So, die sind jetzt alle drin gefangen? Ja. Okay. Nicht schön. Nicht so, wie ich es gedacht hätte. Aber wir haben einen kleinen Sieg errungen. Die sind jetzt alle in den Turm gefangen. Das heißt, ich baue mir jetzt... Okay. Ich baue mir jetzt eine neue Rüstung. Rüstung. So. Sieht ganz schön, ja, angeschlagen aus. So, du wirst da wieder einsortiert. Dann... Komm schon, ich brauche einen Diamant, verdammt. Ich mach das da erstmal zu. Gib mir mal einfach die da. Ja. Schieß ruhig mit deinen doofen Pfeilen. Warte mal. Hör mal auf mit deinem Duft. So. Gewonnen. Plattform gehört wieder mir. Muahahahaha. So. Nächster Schritt. Biomasse einsammeln. Und Pfeile und Zeug und so. Und dich töten. Na. Ist gerade irgendwo gestorben. Okay, kann ich mitleben.
Also ja, nächste Schritte, wir setzen da irgendwo eine Magnum-Torch hin, damit auf keinen Fall oben irgendwas spawnt. Dann töten wir alles, was da drin ist. Dann machen wir den Wasserblock weg. Und dann gucken wir mal, ob wir den Turm so weiterarbeiten lassen. Ich denke, die Ender-Typen werde ich nicht mehr spawnen lassen, weil wir haben gerade genug. Ja, also wir haben erstmal genug Enderperlen für genug Fahrstühle. Komm schon, gib mir einen Diamanten. Das muss raus, das muss raus, das muss alles raus. So, das, das, das. Ganz schön viel Bone Meal. Machen wir nochmal Bäume draus. Flup. Ja, und Gras. Flup, flup. So, mach kaputt. Hängst du schon wieder irgendwo fest? Ja, tut jetzt alles Überschüssige da oben rein, wie es sich gehört. Arbeiten? Oder arbeitest du schon irgendwo und ich sehe das nicht? Was? Hast du ein Upgrade bekommen? Achso, Shear Leaves. Ja. Ah, okay, daran lag es wohl irgendwie. Nimmst du das Gras jetzt auch mit? Wenn der Baum weg ist? Leaves sind weg. Gras wird abgesäbelt. Ganz langsam. Oh, wird aber nicht. Hä? Wenn du nicht eingelagert wirst. Ah doch, da wirst du eingelagert. Okay. Dann ist ja alles gut. Wir hätten gerne. Davon ein paar. Davon ein paar. 1, 2, 1, 2. Bam, bam. Und in der Zeit, wo wir jetzt hier rumwuseln mit den Bäumen, um ein bisschen Holz und Rubber zu bekommen, und ich teste einfach mal, ob das nicht irgendwann doch crittet. Nö, tut's nicht. Okay. In der Zeit, wo wir rumblödeln hier, besteht die Chance, dass ein Diamant da reinpoppt, deswegen mache ich das primär. Und es sammelt sich ja doch ein bisschen was an Sludge an inzwischen. Eventuell sollten wir diesen Sludge-Boiler mal bauen. Hatten schon mehrere Leute vorgeschlagen. Ist auch eine interessante Quelle, um an Ressourcen zu kommen. Man braucht halt nur genug Sludge. Und das kriegen wir ja wohl gerade irgendwie hin, ne? Du, da. So. Ich sollte es... Autsch. Ninja-Bäume. Ich sollte so machen, dass wirklich nur eine Reihe Dirt da ist und da auf die Bäume pflanzen, damit das Ganze mit dem Gras nicht mehr wieder passiert. Aber na gut, hier müsste inzwischen richtig voll sein. Alle Jungs, wie gefällt's euch da drin? So, jetzt gib mir einen Diamanten, damit ich einen Chandelier bauen kann. Ich sehe kein Diamantenspiel. Nicht schön. Nicht schön. Weg, 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 weg. 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 Alles weg. Achso, das ganze Bio-Zeug wollte ich noch wegsortieren. Du kannst da rein. Die Kohle. Ach, der Chip ist fertig. Stimmt, da war was vor 3, 4 Folgen oder so, dass ich den Chip machen wollte. Ne? Kohle. Was? Kohle ist falsch. Kohle da rein. Kohle da rein. Biozeug. Bio, 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 Bio. Sieht hier später aus. Bio, 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 Bio. Bio. Knochen. Bon, yeah. Achso, das ist Charcoal, was ich gerade in der Hand habe. Und die Deko-Blöcke kann ich jetzt auch kurz umsiedeln, weil wir die zweite Kiste gemacht haben. So, du dahin. Du dahin. Das ist kein Deko-Block, nicht wirklich. Das ist auch kein Deko-Block, das ist ein Smeltery-Controller. So. Du weg, du weg. So, Inventar sieht wieder einigermaßen okay aus. Wir brauchen Stickies, wir brauchen mehr Fackeln. Wir brauchen einen Diamant. Ja, sehr gut. Wir brauchen 2 Gold. 2 Gold. So, so, so. Ein höher. So, Chandelier.
wie der Name schon sagt, muss man den von unten an einen Block anbringen. Wie ein Kronleuchter halt. Also ich mache das einfach mal. Es geht nicht an Grasblöcken. Okay. Gib mir einen Nicht-Grasblock. Du bist ein Nicht-Grasblock. So. Zing. Jetzt haue ich das, was hier drin ist, tot. Oder die sprengen sich oder mache irgendwas in der Richtung. Ja. Hört sich wie eine Riesenparty da drin an. Und wenn ich dann keine Symbole auf der Minimap mehr sehe, kann ich hochgehend den Wasserblock da oben wegsetzen. Und dann müsst ihr wieder alles sterben. Weg, weg, weg. Zisch, zisch, zisch. Grunz, Schrei, Quäl. Problem ist nur, dass manche von denen auf der anderen Seite sitzen und da gegen die Wand gedrückt da gegen die Wand gedrückt werden. Deswegen muss ich von allen Seiten daran. Ja. Nicht wegschubsen, so weit, dass ich runterfliege. Da ist ein Creeper. Der zündet aber irgendwie nicht. Oh. Nein. Essen. Das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn ich jetzt verhungert wäre. Das kommt von dem ganzen Kämpfen und Springen. Warum nicht was zu essen? Ja, schieß mir in den Po, ist okay. Pjoing, pjoing. Ihr dürftet nicht nachspawnen, also es ist vollkommen egal, was ihr tut. Widerstand ist zwecklos. So, mein Juicer ist weg. Unter anderem MacHackington der Dritte, MacPickington der Dritte ist auch weg. Viel ist weg, aber nicht alles verloren. Oder so ähnlich. Smoothstone? Hatte ich nicht auch irgendwo Smoothstone? Na gut, dann kalt du ganz kurz. Ja, hier war Smoothstone drin gewesen, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, wo er geblieben ist. Hier nicht. Da nicht. Aber wir können das Glas hier schon mal rausholen. Da reinpacken. Hast du ein extra Feld bekommen vielleicht, Smoothstone? Nö. Hier auch nicht. Sehr komisch. Nö, alles leer. Wahrscheinlich unten in die Kiste, in die ich so selten reinguck. Du? Nö. Hä? Ja, okay. Ist halt so. Dann essen wir jetzt einfach rohe Melone. Ein bisschen. Währenddessen wird Smoothstone da hinten gemacht. Wir machen später einen Juicer. Jetzt will ich töten und töten, töten. Oh, ich habe gerade einen sehr doofen Verdacht. Und ich hoffe, er bestätigt sich nicht. Da steht am Radius von 16. Ist damit auch. Oh, ist damit auch die Höhe gemeint? Ja, haben wir ein Problem. Au. Weil das sind immer noch ziemlich viele Leute auf der Karte. Und ich habe schon gut was getötet. Das heißt, eventuell müssen wir... Oh, oh. Eventuell müssen wir hoch an den Turm und da unten das ranbappen. Was ja nicht so wirklich schwer ist. Man kann einfach einen Dirtpile hochmachen, aber... Das finde ich immer albern, mit diesem Dirtpile zu viel zu arbeiten. Und ja, ich benutze es natürlich auch, aber es wäre schön, wenn wir das richtig hinbekommen würden. Muss ja auch eine Herausforderung sein. Okay. Leer. Und ich sehe trotzdem noch ganz viele Sachen auf der Minimap, die alle oben sind. Das heißt, es funktioniert auch mit Höhe. Also wir müssen da hoch. Wir nehmen also gleich unseren Chandelier. Und Dirtpeilen da hoch ist mir jetzt egal. Ja, das ist keine Herausforderung, aber ich will den Turm endlich haben. Wir sind so kurz davor. Und wir haben nur noch 3 Leben oder so. Du, mach mir das da. Das da, das da. Das da, das da. Das da, das da. So. Trinken. Also, Plan. Chandelier schnappen. Mit Cobblestone hochpeilen.
da unten irgendwo ran den Chandelier setzen. Oh, warte, den machen wir eine Leiter, dann können wir später das Ding auch einfach abbauen. Okay, also Leiter bauen. Wir haben schon 33 Leitern. Wie hoch war der Turm?